Weiter geht's mit Final Fantasy 14. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben. Wir haben eine, ja, Stufensteigerung gemacht. Also nichts besonders Spannendes. Ein, zwei Nebenquests. Und ja, sonst eigentlich nichts. Tatsächlich, wir haben tatsächlich nichts gemacht im Part zuvor. Ja, ich werde mich jetzt einmal mit unserem Waldläufer für die Kupferglockenmine anmelden. Das heißt, es geht das ewige Warten wieder los. Mit Glück geht's schnell, mit Pech dauert's ewig. Jetzt ist die Frage. Also eigentlich wollten wir ja den. Ach, sag mal schnell hier. Ach, komm, wie heißt es denn? Gladiator. Ich kam nämlich gerade nur auf Pala, aber Pala ist er ja noch nicht. Bestiarium beim Gladi weitermachen. Ja, ich hatte nämlich jetzt zuletzt tatsächlich noch Thumbnails gemacht. Aus irgendeinem Grund fehlen mir da einige. Ich weiß auch nicht, irgendwie stimmt das einfach alles nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt halt nachgezählt und es kann sein, dass sie ein paar Bilder verschieben mit dem Inhalt, der da drauf zu sehen ist. Wenn ja, dann tut es mir auf jeden Fall leid. Lasst euch da bitte nicht zu sehr von irritieren. Es sind maximal ein, zwei Parts unterschiedlich. Ich werde jetzt versuchen, das auch immer alles direkt danach zu machen. Weil ich merke halt, okay, wenn ich zwei Parts oder so mache, dann denke ich, oh, ich habe zwei Thumbnails gemacht, aber habe ich keine zwei Thumbnails gemacht. Ich glaube ich einfach, ich habe zwischendurch einen vergessen zu speichern. Gehe ich mal ganz stark von aus, weil anders kann ich mir das nicht erklären, dass da plötzlich was fehlt. Oder eine falsche Part-Kalkulation. Das kann auch sein. Dass ich falsch kalkuliert habe, wie die Parts sind und dachte, okay, das ist ein Part weniger, als wie es dann doch gewesen ist. Gehe ich einfach mal stark von aus. Weil ich war der Meinung, dass ich bei Part 45 war. Ich war aber schon bei Part 47. Und ja, so kam das eine zum anderen. Und ja. Ne? So, jetzt geht es wie gesagt erstmal darum, wieder Bestiarium zu machen. Ich weiß, der ein oder andere hat es nicht vermisst. Aber leider gehört das dazu. Wir können das leider nicht anders regeln. Aber wie gesagt, während wir warten, können wir halt eh nichts so Großartiges machen. Da das zur Story gehört, können wir halt auch erst weitermachen, wenn's, ne? Das Ding hier erlaubt. Ich könnte jetzt halt auch pausieren und offscreen weiter leveln. Aber da es halt nur bei 10 Minuten angesetzt ist. Und sofern wir die 10 Minuten nicht überschreiten, danach würde ich halt pausieren. Kurz. Und dann halt offscreen erstmal weitermachen. Ja. Da würde ich das dann halt schon machen. War vorher, glaube ich, eher weniger. So, Stufe 13. Sehr geil. Östliches, westliches. Ah, das ist das Spukgespenst. Das kriegen wir aber, glaube ich, noch nicht. Panzerschale. Da ist die Panzerschale. Den machen wir euch doch als nächstes. Ich habe leider auch keinen Buffhut mehr. Meine ich, nee. Oder? Doch! Die Trauben gelten als Buffhut. Das ist gut. Dann kriegen wir noch mal ein bisschen mehr Erfahrung. Gerade ja Gott sei Dank auch dank einem Erfahrungsboost.
weil wir höherstufige Charaktere haben. Wie gesagt, wir müssen hier nur auf Stufe 15 kommen. Und das sollten wir eigentlich mit dem Bestiarium locker schaffen jetzt. Anders alles. Ne, Riesenschildkröte. Okay. Ich weiß, wo wir die Riesenschildkröte finden. Ja, wie gesagt, das sollten wir eigentlich hinkriegen. Weil allein 10.000 gibt es dafür noch. Für die Vergütung. Also das sollte eigentlich machbar sein. Ich habe auch hier fertig. 3 von 10. Ja, hier können wir noch einen Auftrag abgeben. Sehr gut. Hallo. Hast du die 4 Peisteraugäpfel besorgt? Du besitzt so viele Fähigkeiten, das war bestimmt eine Kleinigkeit für dich. Oder? Einfach ein paar Peiste erledigen und deren Augäpfel aus ihren... ja. Genau. Oh, da sind sie ja wirklich. Peisteraugäpfel. Unmöglich. Wie hast du das... Klar, habe ich immer nicht geglaubt. Ist so selbstverständlich. Die Dinger werden jetzt sofort nach Credania verschifft und dort zu Geld gemacht. Das Genialste an meinem Plan ist nämlich die Tatsache, dass im Finsterwald gar keine Peiste leben. Die Leute werden mir die Augäpfel förmlich aus den Händen reißen. Naja, besser aus den Händen als... du weißt schon. Hehe. Ja. Natürlich. Natürlich wissen wir Bescheid. Ich muss mir das kurz... Ich habe nämlich gerade eine neue Hose an und das ist alles doch so ein bisschen quetschig. Weiß nicht, ich kenne das, wenn ihr neue Hosen anhabt, die sich irgendwie noch sehr eng anfühlen, obwohl sie das eigentlich gar nicht sind. Wo du da eigentlich sowas von viel Platz drin hast. So ähnlich ist es jetzt gerade. Etwas unangenehm. So. Aber ich denke mal, es wird darauf hinauslaufen, dass wir warten, bis wir die Indie kriegen. Also offscreen warten. Und ich dann in der Zeit halt was anderes mache. Beziehungsweise. Huch, hab sie rausgetappt. Beziehungsweise weiter Level. Das kann mit dem Taumaturgen und dem Forstkämpfer noch etwas dauern. Also wie gesagt, wenn der Gladiator schon auf 15 ist, dann bin ich zufrieden. Wie gesagt, das sieht halt auch gerade echt mega gut aus. Wie gesagt, der Marodeur, der bleibt auf 16. Der interessiert mich gerade eher weniger. Der Taumaturg interessiert mich so an sich gerade auch eher weniger. Ja, der Faustkämpfer, ja, der kann noch mit hoch. Aber wichtig sind halt, dass ich die alle hier so ein bisschen mitziehe. Die ganzen Klassen. Und dass da keiner so wirklich auf der Strecke bleibt. Dass ich immer so ein bisschen gucke, was ich wie wo abgeben kann. Und ja. Dass ich halt quasi alles gleichzeitig so ein bisschen level. Und die Klassen, auf die ich halt überhaupt keinen Bock habe, die bleiben entweder auf dem Level oder ziehen dann halt nach. Ich glaube, der Taumaturg zum Beispiel wird irgendwann nachziehen. Genauso wie der Faustkämpfer dann.
denke, das werden Klassen sein, die dann nach und nach nochmal kommen. Die ich jetzt aber so explizit erstmal nicht spielen werde. Wie gesagt, haben wir auch mehr als genug andere Klassen. Und ich versuche das alles so gleichmäßig hochzukriegen. Ich denke mal, später wird vielleicht Tank und Heiler noch mal ein bisschen zurückgehen. Bei Inis, die ich noch nicht kenne. Wir kommen rein. Wie geil. Kupferglockenmine. Endlich mal wieder als Bade. Bade, genau, als Wettläufer. Damit habe ich jetzt aber gar nicht gerechnet. Wie gesagt, nicht wundern, ich kann in Inis leider nicht vorlesen. Weil ich da, also wären wir jetzt mit einer privaten Gruppe unterwegs, dann würde ich es natürlich vorlesen. Aber so bin ich natürlich immer darauf bedacht, nicht die Langsamste zu sein. Es reicht schon, dass ich diese Szenen durchlaufen lasse. Und damit wahrscheinlich den geliebten Leuten hier jetzt schon auf den Keks gehe. Vor allem diese Szenen gehen halt noch, wenn später halt wirklich Story ist. Dann kann das dauern. Okay, das ist kein Anfänger in dem Sinne, war hier schon mal drin. Auch. Und. Erste Mal. Na, nee, zweite Mal. So. Also es ist noch ein frischer Tank quasi. Der jetzt wahrscheinlich Stufensteigerungen macht oder so. Oder hat denselben Fehler gemacht wie ich und einfach hochgelevelt. Kann natürlich auch sein. Es ist selten, dass man auf dem Level, auf dem, was wir jetzt machen, noch im Levelbereich ist. Das ist wirklich selten. Weil durch die Indies kommen wir wirklich schon sehr, sehr hoch. So, heute ist Tag der Hermetiker, glaube ich. Also gut gelehrt ist, ja. Aber dennoch. Vielleicht ist er auch wirklich das erste Mal hier drin. Ich weiß es noch nicht. Ich kann das gerade schwer einschätzen. Aber Leute, wisst ihr eigentlich, wie gespannt ich bin? Also ich kenne zwar die Story ja schon komplett, aber ich habe halt ja ab einem gewissen Punkt die Sachen einfach nicht mehr gelesen. Einfach weil ich ja irgendwas verstellt hatte und das nicht umgestellt bekommen habe. Und zum anderen. Und zum anderen, weil es halt im Stream dann schon ätzend ist, wenn du 12 Stunden am Stück zum Beispiel streamst. Ich habe das anfangs ja gemacht. Anfangs waren meine Streamlängen 7 bis 13, 14, 15 Stunden. Immer. Durchgehend. Mittlerweile habe ich eine Streamzeit von 3 bis 7 Stunden. Es geht auch manchmal drüber. Es gibt auch mal Streams, wo es wieder 10 Stunden sind. Aber es ist seltener geworden. Zum einen, weil ich mich ja wirklich mittlerweile daran gewöhnt habe, zu streamen. Zum anderen, weil ich gelernt habe, dass ich Schlaf brauche. Und wiederum zum anderen, meine Familie ist mir wichtiger. Ich habe halt auch durch die Streams gemerkt, dadurch, dass ich dann halt wirklich 10, 11, 12, 13, 14 Stunden hier vom PC gesessen habe, dass die Beziehung tatsächlich auch so
bisschen gelitten hat. Also, das heißt gelitten. Wir hatten jetzt keine Probleme oder so, ne? Aber, dass man halt schon weniger Zeit hatte, wirklich aufeinander war und so weiter. So. Dass man halt die kleinen Sachen nicht mehr ganz so geschätzt hat. Und, ja. Und der Easy ist natürlich wieder anders. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel auch mal Zeit zu helfen oder sonstiges. Und ich habe endlich meinen... Oh, hier, meinen allerliebsten Lieblingsschuss. Warte mal. Den werde ich mir einmal... an die erste Stelle packen. Weil das ist mein... Ich glaube, mein einziger... Dingesangriff. Okay, ich kann... Warum habe ich die anvisiert? So für einzelne Gegner ist das dann wieder sinnvoll. Wie gesagt, ich habe es hier aus dem System entwickelt. Aber ich freue mich halt wirklich dann, die Story in den Punkten nochmal aufleben zu lassen. Und mit euch nochmal zu entdecken. Vielleicht ist der ein oder andere ja auch nur wieder zugestoßen und möchte ich auch nochmal was geben oder möchte, wenn wir ein bisschen mehr gebracht bekommen. Wobei ich tatsächlich am überlegen bin, ob ich den Server wieder wechsle. Also jetzt nicht neu erstelle und das hier wieder hinspiele. Sondern dass ich halt wirklich einfach auf den alten Server gehe und eventuell in meine eigene Gilde gehe. Mit dem Char hier. Da bin ich jetzt ein bisschen am Überlegen. Mal gucken. Wirklich einfach mal gucken. Werden wir schon sehen. So, aber Stufe 18, das ist ja schon mal... Ah, jetzt kommt die Kacke. Einer der langweiligsten Bosse, die es gibt. Das ist einfach nur nervig, das Ding hier. Und hier kommt immer noch nicht der Boss. Da ist er. Vor allem das Gute ist, jetzt halt dadurch, dass wir das auch alles lesen, jetzt verstehe ich halt auch besser, was in den einzelnen Unis halt passiert. Weil jetzt halt vorher erklärt wird, ja, ne, die haben ja einfach zu tief geschürft und jetzt kommen hier diese Viecher. Und deswegen ist das alles so, wie es ist. Und... so weiter und so fort. Passen.
Okay, die töten so. Die meisten rennen halt einfach durch. So. Passen. Kannst ruhig auch schon weitergehen, da unten. Na egal. Egal. Vor allem, wie ruhig diese Inis jetzt einfach noch sind. Du musst halt doch nicht großartig ausweichen, du musst doch nicht großartig heilen. Ich habe was, wo man hin muss, ne? Na ja, hallo. Hallo Motte, hau ab. Wobei, wenn man jetzt so in mein Profil reingucken würde, würde man auch nur denken, oh Gott, warum hat die schon so viele Klassen? Stufe 19. Ja. Die Frage stelle ich mir selber. Wieso habe ich schon so viele Klassen? Ah, jetzt kommt gleich noch ein langweiliger Boss, den ich damals ganz am Anfang nicht geschnallt habe. Die denken sich wahrscheinlich, Alter, ein Anfänger, der das weiß. Nicht die Bombe töten. So. Das ist das Ding. Ich betätige gerne das Ding, weil ich fühle mich sonst so nutzlos. Komm schon, die müssen da dran sein. Gut. Aber unser Tank ist tot. So, da kann ich passen. So, und dann haben wir es sogar gleich schon.
Ne, die 20 könnte knapp werden. Je nachdem, wie groß jetzt die Pools sind, die er macht. Beziehungsweise, was heißt, wie groß die Pools sind, wie viele Monster er jetzt noch holt. Insgesamt. Wenn er alle holt, die jetzt hier noch sind. Na gut, die Enderfahrung, ne? Ich weiß zumindest jetzt, wann ich was mache mit meinen Fähigkeiten. Ich glaube, das merkt man auch. Ich habe immer so die Hoffnung, dass ich mich verbessert habe mit Final Fantasy. Und dass ich nicht mehr so dieser Endfinger-MMO-Spieler bin. Wie gesagt, nur was Final Fantasy angeht. Bei anderen MMOs bin ich noch noobig. Aber jede Klasse spielt sich auch in einem MMO anders. Es ist auch nicht jeder Heiler gleich. Jede Heilerklasse. Aber Final Fantasy hat mir halt den Einstieg wirklich einfach gemacht. Ja doch, Level 20 werden wir. Cool, ist natürlich alle. Was später noch interessant wird, wenn wir Bade sind. Wenn ich da die Songs dann hinkriege, wäre ich sehr froh. Wobei eine Weile habe ich das sogar ganz gut hingekriegt. Mal schauen. Wie gesagt, ich muss mir das leider angucken. Aber wie gesagt, ich lese es halt nicht. Kannst du auch nicht überspringen. Aber es gehört halt für uns zur Story mit. Sie sind halt auch nicht so lange. Ich sehe. Und Gott sei Dank warten sie. Ist auch nicht selbstverständlich. Ja, mehr Verschluss ist da jetzt gerade dämlich. Tschüss. Und wir haben den Bogen raus. Stufe 20 erreicht. Das haben sie auf jeden Fall aus Final Fantasy 12 übernommen. Das Siegesteam. So.
Bedarf passen. Okay. LOL! Alter, was ist denn heute los? Schon wieder zwei mein wertvollster Spieler. Alter. Was ist denn hier heute los? Gibt's ja gar nicht. Naja, mich freut. Somit sind wir bei 12. Na gut, vielleicht denken sie auch einfach, ey, geil. Neuling, der das ganz passabel gemacht hat. Also, ich sag jetzt nicht super, sondern wirklich passabel, weil perfekt bin ich nicht, wirklich nicht. Dafür merke ich mal halt noch zu viele Fehler. Deswegen wäre sowas wie Mentor halt unmöglich für mich zu erreichen. Aber wir beenden hier erstmal den Part. Und ich würde sagen, wir machen hier beim nächsten Mal einfach weiter. Ciao!